Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Heute mit einer kurzen Info, denn endlich sind die Gerüchte alle aus dem Sack. Denn Apex Legends, das hat sich jetzt die letzten zwei, drei Tage so ein bisschen durch das Internet gezogen, durch Twitter, durch was weiß ich, überall gab es dann Informationen, immer wieder so kleckerweise. Ja, es kommt ein Battle Royale Modus von den Machern von Titanfall, also Respawn Entertainment. Und ja, da ist es. Apex Legends ist ab sofort verfügbar. Und das auf PlayStation, Xbox und PC. Und das Beste daran ist, es ist komplett kostenlos. Ihr müsst es nicht kaufen. Ihr könnt es runterladen. Das Einzige, was ihr natürlich braucht, ist auf Xbox natürlich Xbox Live, auf PlayStation natürlich PlayStation Plus, damit ihr das Ganze natürlich online spielen könnt. Ansonsten braucht ihr eigentlich nichts. Außer natürlich vielleicht noch eine schnelle Internetverbindung, denn auf der Xbox hat das Ganze 25,26 GB. Auf der PlayStation habe ich irgendwas von 6, 7 GB gehört. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf dem PC weiß ich leider nicht, wie groß es dort genau ist. Aber auf jeden Fall aus dem Hause EA ist dieser Titel hier rausgekommen. Wie funktioniert das Ganze? Ihr habt erstmal ein Dreier-Squad, das quasi auch nicht änderbar ist. Also ihr müsst quasi zu dritt immer sein oder ihr werdet halt mit anderen Leuten zusammengewürfelt. Und dann geht es natürlich los, immer in Dreier-Teams auf die Karte. Insgesamt maximal 60 Leute auf der Karte. Ja, und dann funktioniert das Ganze wie Battle Royale typisch. Es kommt eine Zone, diese wird dann immer kleiner von Zeit zu Zeit, bis sie natürlich dann natürlich am Ende auf die letzten Spieler trefft. Angezeigt wird das natürlich immer alles. Die Waffen sind futuristisch, ihr könnt das auf jeden Fall mal abchecken. Das Spiel an sich macht relativ viel Spaß. Ich habe es jetzt auch im Stream eben noch gezockt und ja, es ging gut ab. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen in die ganzen Sachen, aber hey, alles was neu ist, ist natürlich am Anfang immer ungewohnt. Derzeit hat das Ganze 8 Charaktere. Ihr könnt euch da immer einen von aussuchen, den ihr dann spielen möchtet. Und ja, dann geht es auf jeden Fall schon los ins Getümmel. Also Apex Legend ab sofort kostenlos spielbar auf PC, Xbox und PlayStation. Ich hoffe, dass dir natürlich diese kleine Info wieder einmal hilfreich war. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, du weißt, wie es läuft. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn du das Video jetzt vor dem Schlafengehen gesehen hast, dann eine angenehme Nacht. Euer Hans ist raus. Cheers!